Hat irgendwie 600 Yen hat man hier gekriegt mit für einen Kampf. Das ist schon krass. Und eine Snuff-Sau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu häufig in Kauf nehme, dass wir nur die Hälfte an Belohnung kriegen. We haven't come across this country coon yet. Oh yes, Sensei, can I ask you something? Why is it so steamy here? Does it have something to do with Kanji Kun? I don't really get it. Do you know what it is, Sensei? I think I get the hints. Ah, that's my Sensei. Is there anything you don't know? Auf die Nase. Oh. One enemy! Now's your chance! Das sieht heftig aus, wenn es einer ist. Zu elektroanfällig. Nee, bist schon mal nicht. Guck mal, physisch anfällig will ich jetzt auch nicht sagen bei dem Aussehen. Bist du windanfällig? Auch nicht. Bist du feueranfällig? Auch nicht. Eisanfällig? Zwar bist du trotzdem tot. Okay, er war kein Element anfällig, aber auch kein Element stark gegen. Er war wahrscheinlich einfach physisch stark. Ich würde sagen, jetzt nicht abstürzen, Spiel, bitte. Okay, wir gehen zuerst auf deine Seite. Ich würde nur gucken, ob hier ein neues kommt, was ich jetzt machen will. Ach, ist auch ein Gang. Aha. Kann einfach nicht wissen, wo es weitergeht und wo einfach ein Raum hinterkommt. Ah, ne, ist ein Durchgang. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Oh, Eis kriegen wir zurück. Eis leitet er um. Das ist schlecht. Elektro? Nee, auch nicht. Two enemies. Charge through them. Physisch? That's some thick skin. Auch nicht. I am thou. Den nehme ich, glaube ich, keinen guten Eis-Dolch gegen den ich benutzen, ne? Dann skullcracken wir sie halt. Das kostet mir jetzt mehr HP, die physischen Attacken, wo ich jetzt mehr Damage habe, oder? Hat doch vorher noch 18 HP gekostet. Das kostet wahrscheinlich prozentual meine Sachen. Ohne mich ein bisschen. Moment, Half Money. Wir nehmen Bakery. Bakery nehmen wir nicht mit. Aber Get Chest Key holen wir. Change One to Persona. Change One to Arcana. Wow, nochmal Half Money, ja, GG. Gib mal zwar einen Speed Bonus, aber. Ihr müsst euch jetzt gar kein Geld kriegen. Außer also, kriegen nur einen Schlüssel. Ah. Das stackt also. Von dem halben Geld kriegen wir nochmal ein halbes Geld. Next EP 2009. Priestress. Yukiko. Aber wir sollten Yukiko eigentlich schon steigern, wenn wir sie im permanent dabei haben. Die komplett links liegen zu lassen, ist auch scheiße. Ich wollte ihn hauen! Ich streck das Game ab. Warum streckst du das Game ab? Aber viel Spaß, Xeri. So, wir hatten von dir. Ja, wir probieren es nochmal. Achso, Moment mal. Wir können Eligo nehmen, ne? Oder Light. Person ist hier nämlich auch. Wow. So, wir probieren mal Licht. Light Chance of Instant Kill. Dagegen ist er weak. Holy shit, das war einfach ein Instant Kill. Das ist easy. So, Sweet Bonus, wir haben sowieso 3. Hm, wenn wir das mit dem Covenant Sweet Bonus kriegen. Ich glaube, ich würde gern nochmal ein Key nehmen. In Recover, dann changen wir das. Oh, da kriegen wir sogar noch einen Luck ab, sehr geil. Mit Sweep Bonus. Temperance Arcana. Fortune Arcana. Archangel's Luck Increased.
Und wir kriegen sogar noch ein Recover. Geil. Das war das erste Mal, dass wir mit Light wirklich eine Schwachstelle gefunden haben und ausnutzen konnten. Ich bin natürlich genau die Ecke erkundet, die in der Sackgasse zuerst ist. Ach Mann. Aber Xan, du spielst doch jetzt selber. Wie kann dich das abschrecken? Ah, da habe ich nicht auf Advantage getroffen. Oh, und Zack. Nee, nicht vier. Ach Mann. Yusuke scared. Ice won't work on this one. Die werden auch wahrscheinlich Licht- oder Dunkelheitsschwäche haben. Oh, wir dürfen den sogar machen. Das ist natürlich nett. So, dann probieren wir doch mal hier auch nochmal Light als Option aus. Oh. Great, Sensei. Norsch. Aber irgendwie Light. Also so Lichtdamage oder so gibt es irgendwie nicht. Das ist immer Instant-Kill dann, wenn die weak sind. Was natürlich super stark macht, wenn die dagegen weak sind. Sweep Bonus. Ich will keine HP, kriegen ich scheiße auf den Sweep Bonus. Rank 2 Sword Guard, obtain the Dodge Wind. Rank 2 Wand Card. Und Kuthis. Everywhere come Kuthis in your heart. You cannot retain any more Personas. Ich glaube, die werden automatisch, wenn ich sie einmal einfange, gemeldet, oder? Ne, werden sie nicht, ne? Ja, Kuthis haben wir schon. Dann fliegst du raus. Tut mir leid, Kuthis. Dann fliegst du raus. Ich wollte die Half XP aber nicht nehmen. Oder Half Money oder irgendwie sowas, das war's. Hallo, oh, starker. Starker Roter. Okay, so stark sind wir doch aber gar nicht. Ihr seid weak gegen Elektro. Könnt aber auch mal hier das ausprobieren. Ob die auch weak gegen Licht sind. Ne, sind sie wahrscheinlich nicht. Ah, ich hab die gar nicht getroffen. Lol, das war kein Treffer. Silenzen erstmal ein. Den anderen versuchen wir mal mit Feuer. Mal sehen, ob der euch kommuniziert ist. Feuer. Ah, ist mir egal, wie stark. Genauso bei Eis glaube ich auch nicht, dass die da eine Schwachstelle haben. Wahrscheinlich glaube ich die einzige Schwachstelle auf Feuer zu haben. Auf Elektro zu haben. Aber für die Aufzeichnung. Gucken wir nochmal, dass wir alle dann durchprobieren, die wir hier gerade zur Verfügung haben. Das bedeutet aber, wir brauchen Izanagi wieder. Wir sollten es auch so weit runtergehauen haben, dass wir sie finishen können. Außer natürlich, wenn wir nicht treffen. Dann wird's schwierig. Ich konnte es nicht. Aber haben wir den ja nicht gesilenced, ist schon mal gekillt. Weil der hat jetzt gerade Last Resort gemacht, das ist sehr schön. Der hat uns ordentlich reingehauen. Ich vermute, ich one-shot ihn jetzt schon damit. Hey, ich dachte nur, der Attack machen, sehr schön. Sehr perfekt. Den haben wir da noch. Den Shuffle-Time garantiert. No Items. Was heißt denn No Items? Ach so. Lose dealt card. One card on hand disappears. Kann ich auch einfach nichts davon nehmen? Look away from the cards. Yes.
Please. Ich will keine von den Karten haben. Die waren alle kacke. Alle kacke und nur negativ. Und das Persona wollte ich nicht nehmen. So haben wir die Stufen gefunden. Batz! Okay, ihr wird, glaube ich, rufen, was ich mache. Gegen Feuer. Eligor war das, die Feuerbinde konnte. Können wir direkt mal hier ein AOE machen. Ist halt nur super schwach bei mir. Der AOE. Und du kannst genau noch das gleiche nochmal machen. Dann ist eine weg. Also sie ist schon 50% stärker, weil sie es besser zu den Stats, glaube ich, passt. Level up! Level 17! Wup wup! 17! Gehen mich irgendwie immer automatisch zum Mikrofon, muss ich aber gar nicht. Ey, ich wollte das aufmachen, der steht 5 inzwischen wieder. Ein Eispin. Moment, was? Ich habe fast eher bei ihr vermuten, oder? Fire Suppressor, was ist denn Eispin? Ah ne, Reduce Ice Damage bei 10%. Das war nicht so erfolgreich. Weak gegen Licht. Können wir erstmal wieder ein besiegeln hier. Ah, nix Evil Touch. My ass. Two enemies. Charge through. So, Archangel. Dann können wir dich erstmal Insta-skippen. Wenn wir treffen. Good work, Sensei. That's one so far. Easy peasy. Die zählen aber nicht als Knockdowns. Doch, die zählen als Knockdowns. Aber sie garantieren keine. Sie garantieren einfach keine. Keine Shuffle Time. Die Insta-Kills. Das ist ja ein bisschen doof. Da ist wieder einer. Ich hätte keine Platz gemacht, ich habe das doch gerade geöffnet. Du warst doch auch schwach gegen Licht. Gib mir mal. Sterben sie. Okay, da kriege ich eine Shuffle Time. Okay, das ist ein bisschen blöd. Valkyrie. Wir können die nehmen, dann noch zwei weitere nehmen. Wir können den Chest Key nehmen. Und kriegen das nicht gesweept. Aber wir können Chest Key und Money abnehmen. Okay, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Lol. Weil es halt nur da der eine Gegner war. Weiß nicht, warum der ist, so ein großer Schwarzer auftaucht. Da war schon wieder ein Gegner, ne, hinter uns. Haben wir jetzt alles erkundet, wir können noch eins hochgehen. Denn hier kriegen wir dann so geileren Sachen. I just got goosebumps. Farming is on this floor, be careful. Oh, im dritten schon. Ich würde mich auch wundern, wenn es so schnell geht, den zu finden. Oh. It's our turn first. There's three enemies. Könnt ihr Wind nehmen oder Licht? Ich glaube, ich würde eher probieren. Elektro, gerade auf dich, Vogel. Haben mich getroffen. Ich bin so ein Sack.
Mal sehen, die Tiger sind nicht gegen Wind empfindlich. Ist irgendjemand von den drei gegen Feuer empfindlich? Nope, gegen Eis. Nope. Oh, Attacker für alle. Au. Also ihr seid... Elektro weiß ich nicht. Wir probieren mal physisch. Aber ich glaube auch nicht, bei dem wie es aussieht. Nope. So, wir versuchen nochmal den komischen Vogel zu treffen. Okay, der ist weak gegen Elektro. Und die anderen, die beiden, sind die gegen Elektro? Nope. Sind sie nicht. Wir heilen mal die ganze Gruppe ein bisschen. Das war, glaube ich, wichtig. Increases Critical Rate One Ally. Ist gegen nichts außer gegen Licht oder Dunkelheit. Wir müssen mal versuchen, die Leute das rauszuhauen, ehrlich, wenn ich das mit Damage kriegen hab. Oh, shit. Moment. Den haben wir nicht gekillt, ich bin voll Idiot. Die Fenster und auf alle. Oh, no. Das ist, down. Wir hatten doch hier irgendwo Revival Beats. So, dann müssen wir doch mal Archangel probieren. Hat man direkt von Anfang an wahrscheinlich das Richtige. Ja, nicht den mit einem wenig HP nehmen, so nicht Trottel. Oh, nevermind, es funktioniert nicht. Am Zirkeln ist erstmal zwei davon, bevor er noch mehr eskaliert. Und wir werden nochmal die Gruppe heilen. Weil der Single Heal macht nicht viel mehr. Kostet halt weniger. One enemy! Fight, fight, fight! Er kann nochmal sie heilen, damit sie dann ungefähr wieder auf dem gleichen Level alle sind. Yosuke, your defense is down! Ich will das nochmal probieren, ihn mit dem Licht zu treffen. Es kann sogar sein, dass er gegen Darkness nur empfindlich ist. Wenn du halt nicht triffst, passieren Dinge. Stufen macht auf jeden Fall viel mehr Damage als die physische Sache. Oh, wobei. Attack reverted? That was cool, Yosuke! Attack reverted? I am thou. Okay, bei dem habe ich die Schwachstelle einfach gar nicht rausgefunden. Holy shit. Das ist übel. Die waren wirklich schwer. Der sucht gerade noch übel viele Skillpunkte, ich habe wieder fast keine. Das ist doch sackig. This present, could it be Kanji-kun? Open the door and enter. Moment, no. Dann machen wir nochmal kurz Item. Wir haben die doch. Genau, Soul Drops. Jetzt können wir reingehen. Yes. Rinder. My, thank you for your undivided attention. At last, I've penetrated the facility. These images are coming to you live from inside this steamy paradise. But I've yet to have any charming encounters. Could this hot fog be the cause? It's like steam rising from sweat.
My body's tingling with excitement. Oh Mann, ist das weird. Rosie's Steam Paradise. Man only. Kanji Tatsumi's Rosie's Steam Paradise. This is so wrong in so many ways. I remember it being kind of like this on Yukiko's show too. No, it wasn't like this. Yeah, doch schon irgendwie, Yukiko. Nur ging tatsächlich auch um Männer. Those voices again. Wait, are they louder this time? These voices. I was wondering whose they could be since it's only the victim in here. Is it the people watching outside? Könnte sein. You mean everybody who's watching the Midnight Channel? They're reacting to the show? Yikes! If people are watching Kanji-kun now, he's gonna be a legend in a way he never intended. Yep, das ist so. Well, it's really his shadow, not him. But normal people won't know that. The shadows are getting really restless. That elusive thing I truly yearn for. Will I finally find it here? Well then, onward and deeper to reach further realms of romance. Let's get going, dammit! Ja, oder jetzt ab, wa? Wir müssen weiter rein dann. Na ja, klar. Kanji-kun! That was his other self. It's trying to reveal his hidden feelings. It seems much worse than that time with Yuki-chan's shadow. At this rate, it might end up getting bare naked. Bare naked? Oh man, here it comes. Was kommt jetzt? Was I supposed to laugh? Oh, our Teddy. Wow. Er wird einfach komplett verarscht von allem. Okay. So, wieder die dritte Stimme. Yuki hier. Wenn es wieder gleich ist, gleich aufgebaut ist wie hier, ne, auf der dritten Ebene ist der Zwischenboss, Zwischenencounter, dann ist er wieder auf der achten, der Endboss. Ich habe keine Übersicht, in welchem ich bin, außer ich jetzt auf der dritten bin. It's our turn, oh, Moment. First. There's three enemies. Lass mal gucken, ob den da mit Licht. Great, Sensei. Nice. Go for broke. Und die anderen waren Feuer Weak. Wir garden einfach und lassen das. Ja, wir können vielleicht mal attacken. Get some thick skin. Two enemies. Charge through them. I am thou. Weil sie jemand macht eh mehr Damage. Ich muss Yuki-chan. Ich muss Yuki machen, um für meinen Hauptcharakter ein bisschen mehr Skillpunkte zu sparen. Und jetzt cool ruft er. Ja, einer hat überlebt. Sick. Ah, da kommt noch ein Twin Dragon, dann ist er tot. Aber er kriegt wahrscheinlich keine Shuffle dafür. Da krieg ich noch eine Shuffle Time. Cool. Die Chest Tree, Recover HP. Wir holen mal eine Chest Key lieber raus. Ach, das ist auch Temperance Arcana, der Chest Key. Oh, krieg ich jetzt zwei Chest Key, wenn ich eine Temperance Arcana habe? Okay, da ist ein Gegner. Gehen wir erstmal zum Gegner. Ich treff's nicht. Zweimal daneben gehauen, beim dritten erst getroffen. Du hast immer noch keinen. Du hast immer noch keine sinnvollen Attacks. Sonic Punch, die ist Light Fist Damage. Er macht Bash doch auch und kostet weniger HP. Lass mal jemanden silenzen. So viel dazu. Die Fisch-Sounse. Amazing, Sensei, keep it up! So, dann machen wir doch hier wieder Hammer. Es kostet immer 8 Silber und ist schon ziemlich teuer. Aber es hat einen Instant Kill. Go for broke. Okay. Roll out attack, alle auf einen. Ich glaube, daran klappt wieder nicht. Das kann man nicht. Ja. Dann verbrennen wir doch mal die komischen Papierbänder, die das Ding zusammenhalten.
weg mit dir. Es gibt 600 Yen, so ein Ding. Ein so ein Fight. Das ist schon viel, finde ich. Der Shadow jumped out of the box, solange er nicht wieder tot ist. Oh. Den darf man angreifen, bevor ich Dinge machen darf. Ich habe sogar einen Keks im Mund, das sehe ich jetzt erst. Alter, lol. Ah. Someone else's turn. Three enemies left. Ich werde den da töten. Great, Sensei. Go for broke. So, dann greifen wir den nochmal an hinterher. Und jetzt machst du zweimal Agi. Der könnte auch ein Donut sein, stimmt. Und Hallihallo, Linka. Stimmt, könnte auch ein Donut sein. Aber es sind halt Polizisten mit einem Schlüssel im Bauch und einem Donut im Mund und irgendwie so ein aufgebappten Gesicht, ey. Ich glaube, das Ausdruck ist, der hat keinen wirklichen Menschen mehr, sondern einfach nur das System befolgen. Aber das ist halt trotzdem. Oder Schlüssel als Herz oder irgendwie sowas. Das ist schon sehr symbolträchtig, was die Japaner da machen mit ihren komischen Designs. Zwischendurch kriegen wir fast immer 5 Karten, ne? So, ich könnte hier. Ich kann auf jeden Fall. Half Money, Half XP. Ja, aber aktuell nehme ich lieber Half XP. Change One to Arcana. Change One to Persona. Valkyrie. Okay, so eine Person, wir kriegen eine neue Person, die ich noch nicht hatte. Ah, haben wir zumindest einen Speed-Bonus gekriegt. Hat so fast nichts ausgerichtet, außer dass wir halbe XP gemacht haben. Und Sakimati. Sakimati haben wir schon. Und ich will halt Lilim und Ghoul. Wir haben vor allen Dingen Eis genug. Na, Laura, wie ist dein Sonntag? Bist du gerade erst aufgestanden? Du hattest doch gestern Spätschicht? Weiß ich gerade gar nicht. Oder hast du gestern wieder zu lang gemacht, dann abends? Oder bist du diesmal ein bisschen eher schlafen gegangen? So, Gegner! Ruf Kluppen! Hatte gestern spät? Okay. Bei dem haben wir keine einzige Schwachstelle gefunden. Aber wir haben auch das Lichtding nie getroffen. Aber ich glaube, das treffen wir halt nicht, weil... Oh! Das ist immer noch keine Schwachstelle. Aber es ist auch kein Widerstand dagegen. Okay. Wir haben jetzt hier eine neue, mit Emperor eine neue. Die könnten wir auch fusen können. Wir haben noch 2. Wenn wir den nehmen, kriegen wir nochmal 1 dazu. Oh, das ist nicht ganz ausgegangen. Upsi. Ich konnte nicht zählen. War schon fleißig, Wäsche gewaschen, gesaugt, aufgeräumt, jetzt esse ich Mittag. Am Sonntag Wäsche gewaschen und gesaugt? Wie kannst du nur? Ich glaube, ich würde tatsächlich für den Ghoul das nehmen. Da habe ich nämlich ein höheres Level. So, mein Ghoul has been dispaired. Den kann ich jetzt zwar nicht registrieren, aber gut, kann ich auch machen. Das ist nicht so schwierig gewesen. Ja, wie kannst du nur? An einem Sonntag. In Deutschland ist Sonntag saugen und waschen doch verboten. Ich arbeite samstags. Ja, und? Hier steht, glaube ich, in vielen Mietverträgen, dass sonntags solche lauten Tätigkeiten verboten sind. Und mein Arbeitsplatz muss gewaschen werden. Ja, mach's morgen. Montag. Ist doch deinem Vermieter egal, wann du wäschst. Außer Sonntag. Sonntag ist halt verboten. Okay. Die können wir Insta-killen. Monat muss ich arbeiten. Ey, ich hab nicht getroffen. Schweinerei. Wir gucken mal, ob die physisch schwach sind. Ich glaube nicht. Nee, physisch sogar resistant. Meine Waffe ist leise und mein Staubsauger ist warm und Spaß.
Dieses Critical Rate. Das ist eigentlich Wurst. Warum mache ich eine physische Attacke? Ich voll Idiot. Bin nicht ganz so smart, wa? Warum mache ich eine physische Attacke? Increases Ally Hit Evasion. Enables Escape. Healing. Healing brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich brauche die aber auch nicht silenzen, weil die keine Attacken machen. Achso, Ninka, es gibt einen Fuchs! Wir haben einen Fuchs in dem Spiel. Ich kann mein Abo nicht hochmachen, machen, weil geimpft gestern hier, ne? Es gibt wirklich einen Fuchshelfer, der einen heilt. Ein Geisterfuchs sozusagen. Der hat ein rotes Lätzchen um. Frag mich nicht warum, der hat voll viele Narben und ein rotes Lätzchen um. Also wirklich so um den Hals und so. Und der jippt immer, wenn er einen verstanden hat. Tja. Dann halt Wind Attack. So, jetzt mal der mit mehr HP. Stirb, come on. Ein Ninka im Spiel, yip, genau. Great, Sensei. Let's go for broke. Ah. Haben wir jetzt jede Menge Skillpunkte, glaube ich, gewastet. Insgesamt eine ganze Rotation. Victory! Wir kriegen nicht mal einen Sweep-Bonus. Quatsch, einen Dingens. Ein Auslosungsding ins Gedöns. Ach Mann. Ich brauche übrigens wieder meine Skillpunkte. Die Skillpunkte werden arm. Hat Enemy Advantage, weil er auf mich zugerannt oder was? Hat er irgendwie Enemy Advantage? Don't cry! In vielen Spielen gibt es Computer für die Super. Oh nein, das ist einer der wenigen, die unsere Panic dispellen kann. Yuki-chan, seriously out to lunch. Here go. Persona. Silenzen wir erstmal hier jemanden. Three enemies. Let's get through this. Was war eure Schwachstelle? Eis. Yuki-chan, seriously out to lunch. Jack Frost. Jetzt come on. Oh, der haut ordentlich rein. Holy shit. Hau der rein. Yo. Klar. Die haut jetzt, glaube ich, den letzten weg. Ne? Genau, der haut mich aus dem Kampf raus. Das ist so geil, da können wir den Roller Attack machen. Das ist so awesome, ey. Gee ist einfach awesome. So, Persona Agility up, Persona Endurance up. Agility ist, glaube ich, wie schnell man dran ist. Wir machen also Agility up. Jack Frost Agility has increased. Das ist geil. Das sind permanente Increases, nämlich, die wir, glaube ich, hier keinen kriegen. Oh, und hier gibt es nochmal Loot. Dreimal Beat. Was ist denn denn Beat? Fully restores an ally HP. What? Das ist ja relativ geil. Apropos, wir haben doch noch jede Menge Skillpunkte zum Heilen über. Ja, 142 auf Yosuke, der hat echt unglaublich viele Skillpunkte. Wie hab ich denn insgesamt? Das steht gar nicht, ne? Ich soll irgendwie checken, wer viel insgesamt hat, so Status. Ich habe 138. Yosuke hat 192, der hat einfach 70 Skillpunkte mehr auf dem gleichen Level. Sie hat 110. Sie hat 200. Okay, je nachdem welche. Guck mal, ist das dann über Magic Stat, wie viele Skillpunkte man kriegt, oder kriegen die Charaktere einfach mehr Skillpunkte? Also von daher ist Yosuke schon awesome, wie viele Skillpunkte er hat. Nur irgendwie muss ich noch mal ein paar Attacks, glaube ich, beibringen. Apropos, wir sind hier durch. Ah ne, wir haben eine Tür vergessen da. Ach shit. Muss ein bisschen backtracken. Mehr hat eine Tür vergessen? Mehr hat eine Tür vergessen. Zwei Türen vergessen. Okay, du schon wieder. You can win this. Do your best.
Wenn der überhaupt eine Schwäche hat, dann ist es Dunkelheit. Und Dunkelheit habe ich nicht. Glaube ich, oder? Doch, Moment mal, habe ich. Eligor müsste Dunkelheit sein, oder? One enemy! Fight! 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 Riesenscore? Haki, Skullcracker, Tiermacher, nee, habe ich nicht. Nevermind! Habe ich nicht. Dann versuchen wir sie mal zu poisonen. Ein Critical. Nice, aber es kam keine Poison mit rum. Oh, wir hätten Garten sollen. Amazing, Sensei, keep it up! Das tut halt einfach weh. Ich glaube, mit Rampage können wir dann sehr wohl silenzen. Wow. Ah, Power Seal. Perfekt. Können wir nämlich. Dann sollten wir doch silenzen, wenn wir können. Aber der Fuchs ist echt cool, das meine ich deswegen. Der spielt auch eine besondere Rolle, der ist nämlich ein Fuchs an so einem Schrein in Japan, der die Wünsche erfüllen will von Leuten, die dort ihre Glücksbringer da hinhängen, um die Wünsche erfüllt zu kriegen. Door seems to be locked. Okay, also über einen anderen Weg. Ah, hier haben sie doch gesagt, da ist irgendwas was Schweres auf dem Level, ne? Bin ich nicht irre. Und daher muss ich nochmal ein bisschen erkunden. Und der Voraussetzung, ich will das schaffen. Das Gemeine ist ein bisschen, das Level ist riesig. Und wenn wir jetzt hier sterben. Apropos. Sterben und so. Ja, Skillpunkte haben wir auf Yosuka aktuell noch genug. Problem ist ein bisschen, ich hab selber keine mehr. Ich habe so viele Snuff Souls, so. Immer wieder welche. Dass wir hier irgendwelche komischen Seelen futtern für Skillpunkte, ist ein bisschen irritierend. Three enemies, but they're too slow. Eigentlich müsste ich jetzt wieder wechseln, ne? Auf Archangel. So, die Leitschwäche. Archangel! Hast du aber direkt dreimal. Lichtskills. Good work, Sensei! That's one so far! No one's standing in Sensei's way! Oh, gibt's noch eine Stärkung? Two reinforcements are here! Smash them! Gehen wir gleich weiter, die haben auch die Lichtschwäche. Great, Sensei! Go for broke! Nur Skillpunkte gebraucht bis jetzt. Ich hab alle gekillt. 5 Kills. Plus Skillpunkte halt. 40 Skillpunkte aus dieser Gruppe. Get one more persona, get a skill card, get a chest key. The Piece haben wir aktuell genug. Dann nehmen wir noch eine Skill Card mit. Vielleicht kriegen wir hier auf Stufe 1 einfach. Ne, kriegen wir nicht. 1000 Yen gab das. Und Archangel hat gelevelt ab. Und er hat damit den Party hier gelernt. Du hast schon Magic auf 18. Ich glaube, sie sollte langsam ordentlich Damage machen mit ihrer Priestress da. Vielleicht will ich doch irgendwann eine Priestress-Persona haben. Einfach nur, damit ich Yukiko hochbringen kann, damit die nämlich Special Skills lernt. Okay. Jetzt sind wir aber durch. Das war die. Warum war die denn zu? Die Door seems to be locked. Warum ist denn die Tür gelockt? Move to next floor. Weird. You hear voices from somewhere. A man can't back down at a time like this. Just watch and I'll show you how manly Kanji Tatsumi can be. Ich ahne Schlimmes. An enemy, be careful. Player advantage. Oh, ihr seht doch wieder aus wie lichtschwach. Seht so dunkel aus. Nope.
Aber wir sollten euch erstmal silencen. Das sieht aus wie Caster. Two enemies! Charge through them! Dann probieren wir nochmal, ob sie feuerschwach sind. Auch nicht. Eis? Auch nicht. Yuki-chan, that was lovely! Aua ist sealed, sehr gut. Wir können aber direkt den anderen auch nochmal sealen. Ich könnte nicht mehr viel tun, weil die können, glaube ich, nur casten. Die sind physisch, glaube ich, nicht so stark. So, wir haben das getestet auch. Yikes! This is one tough enemy! Oh, wir haben Wind und Ding ist noch nicht getestet. Ding und Elektro. Wind oder Elektro meine ich. Dann machen wir hier mal Elektro. Nope. Go forth. Sind sie denn physisch schwach? Oder sind sie physisch schwach einfach? Gucken wir mal kurz, ob sie physisch schwach sind. Sieht nicht so aus. Windschwach? Auch nicht. Dann habe ich eventuell einfach nicht getroffen. Die sind wieder keine Schwäche, die ich jetzt sehen kann. Fliegen wir mal rein. Wir treffen halt nicht. Das ist natürlich doof. Yuki-chan showing no mercy. Oh, Skycrack aber glaube ich mit Panic, ne? Panic ist scheißegal. Also können wir einfach so. Vielleicht doch den richtigen Riecher mit Licht am Anfang. Keine Ahnung. Sie haben nur einmal Mabufu machen können, das ist relativ entspannt. Dieser Nagi hat ein Level up. Der hat lange kein Level up mehr gehabt. Aber der hat, glaube ich, ziemlich viel Bonus auf Agility schon. Holy shit. Jetzt brauche ich wieder ein Item, wa? Brauche noch mehr Snuff Souls. Muss Seelen schnüffeln. Da wird ihr Wind, ne? Quatsch. Ne, eben gerade nicht Wind. Mach a Jam! Oh, die attacken einfach normal. Die brauchen nicht sein, dass sie einfach normal attacken. Archangel! Nicht, wann die Einblendung kommt. Nicht mehr so ein Team mit Roll hat. Go for broke! Good work, Sensei! That's one so far! Double Fangs, let's go. So persistent! Just one enemy left! Ja, uns einfach kaputt. Ich wollte jetzt nicht nochmal 8 Skillpunkte dafür ausgeben. Diesen zu kosten. Für den Easy Kill. Luck up. So eine Luck up wäre auch ganz geil, glaube ich. Aber das ist immer die aktive Persona, Congratulations, Sensei. Die ich gerade habe. Jetzt Level 18. Das ist auch Level 18. Nee, Magician ist doch Level 18, genau. Und Magadu hat er gelernt. Ach, das ist wahrscheinlich eine AOE-Windattacke, die er jetzt gelernt hat. Das ist doch ganz geil. So, hier noch eine Tür. Dann lassen wir die seitliche Tür. Ah, ist einfach Loot. Natürlich nett. 6 Treasure Keys, gib mal her. Und Beat, das ist was zum Heilen. Die Heilsachen finde ich gar nicht so wichtig, dadurch, dass ich mich immer zwischen den Kämpfen heilen kann. Ich finde die Skillpunkte so viel wichtiger. Oh, Golden Hand, hier geblieben. Ist das einer, den wir schon kennen? Nope, ist es nicht. Probieren wir mal Licht aus. Oder da muss ich das. Just one enemy left!
Dann probieren wir mal Wind aus, ob er dagegen schwach ist. Mutant ging nicht. Er ist nicht dagegen schwach, also wahrscheinlich auch nicht gegen. Er hat wahrscheinlich wieder alle Elementresistenzen. Hat er zumindest in der Vergangenheit immer diese goldene Hand. Yikes, it's tough. Waiting restlessly. Hast du den Wind schon getroffen? Ja, habe ich. Normale physische Attacken scheinen ganz okay zu sein. Nochmal versuchen, ob ich das damit treffen kann. Ne, kann ich nicht. Er wird keine Lichtschwäche haben, wenn ich ihn nicht treffen kann. Increase Critical Rate. Machen wir auf mich einen Increase of Critical Rate. Oh, Panic. Gut, dass ich nicht auf den gemacht habe. Wir machen erstmal hier ein Dispel. Thanks. Treff nicht. Wir können noch einen Critical hochnehmen. Oder wir machen auf mich auch noch einen Attack Increase. Vielleicht mal noch ein bisschen gepanicken können wir ihn gar nicht. Ich glaube, Archangel war. Ah, nicht so gut. Eligor würde ich eher nehmen. Ja, der Skullcracker. Der Poison Skewer, glaube ich, nämlich eher dann versuchen zu vergiften. It's down! Critical! All out attack! Jawoll, geschafft! Wenn du ihn knockdown kriegst, kriegst du über 5000 Yen, 1500 XP. What the fuck? Das gab richtig viel. Armstopp hat es genannt. Geil. Sensei, are you okay? Your health's low. Ja, ja. Hier Media. Mal alle mal ein bisschen hochgeheilt. Passt schon. Loot! Das meine ich zwar wieder nicht. Aber immer was zum Anziehen gekriegt. Oh, das sind 5 davon. Weak gegen Wind. Moment, da habe ich aber eine. Sylph ist doch Wind. Aber ich kann einfach garden eigentlich. Weil du hast einen Skill. Mach doch jetzt. Ja, to all foes. Let's do it. Alle weak. Auf da. Wenn wir alle 5 einmal killen könnten, wäre mega stark, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Doch. Mwah. Ah, Yusuke, ich liebe dich. Ich liebe dich. Den gewechselt. Wechseln wir zurück zu Arcana. Okay, noch ein Chest hinterher. Geil. Sweet Bonus und ein Chest Keys. Das war geil, Yusuke. Das hat mich ein bisschen angemacht. Kann ich schon mal sagen. Okay, wir haben die Stairs gefunden. Dürfen wir diesmal hier drüben durchlaufen? Ja, dürfen wir. Reinigung erfüllen. Gesperrt war. Okay, Player Advantage. Was waren die empfindlich? Eis. Four enemies! You gotta hang in there! Na dann. Mabufu! So wichtig die AOEs zu haben.
Circuit! Und da brauchst du viel zu viele Skillpunkte. Weil die Elementaue ist. Nice. Easy Shuffle Time. Sweep Bonus. XP ab, Money ab und ein Ghoul. Haben wir wieder einen Sweep Bonus dadurch. Durch einen Sweep Bonus davor kriegen wir hier einen Sweep Bonus. Stufe 3 XP ab und Stufe 2 Money ab. Und ein Ghoul, den wir nicht haben wollen. ¥960 und �182 XP. Geil. Also wir machen halt wieder unglaublich viel Kohle für den Nachmittag. Beste Kohle-Farming-Stelle. Kohle, 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 Kohle. Livestones. Bitte mal den Livestones in Ruhe. Machen wir die direkt mal drauf. Ja. Sparen wir Skillpunkte beim Heilen. Och, nicht du schon wieder. Gegner sollte auf jeden Fall silenzen. Weil er macht damit nämlich immer Skills. Ich glaube, er macht immer Skills. Ich versuche mal zu vieren. Sehr schön. Das ist eigentlich aber Quatsch, wir wollen ihn ja auch silenzen. Ich kann mal 2 Stats machen auf ihn. Ne, komm, glaube ich nicht. Do it. Rebellion. Aber doch Yuzuku hoch. Critical Raid auf Yuzuku hoch. Der ist, glaube ich, eine ganz gute Waffe. Ich habe jetzt gerade als Person ausgerüstet. Sylph. Immer Eligor. Poison Score. So, und du machst nicht einen Sonic Punch, sondern einfach nur einen Bash. Ja, da kommt auch der Critical. Druck da. So irgendwie benommen jetzt oder sowas. Oder auch nicht mehr. Doch, der wäre benommen gewesen. Ja, wir ihn trotzdem. Ah, wir hatten einen Sweetbone, den kriegen wir auf jeden Fall eine Schaffe dran. Stimmt. Sweet Bonus plus 2. Hm, wir können aber die beiden nehmen und dann das One More. Und können noch einen Chess Key. Geil. Wieder ein Sweet Bonus. Fortune Arcana. Eligor's Luck. Temperance Arcana. Eligor's Luck ist sogar ganz geil. Eligor würde ich behalten. Weil sie. Congratulations, Sensei! Weil sie, die Persona ist, die zu GA passt. 19 Personas, Priestess Level 20. Aber wenigstens ist es hier kein Random Encounter, den man vorher nicht sehen kann. Man sieht hier sehr genau, wo man Gegner findet. Ich glaube, ich kann sogar komplett entkommen hier. Ja, man kann sie komplett outplayen oder einfach in die nächste Ebene gehen, wenn du nicht fighten willst. Ah, man's got this thing called pride! I'll never lose! It's not good. The steam's getting worse, so I can't tell where Kanji-kun is at all. Maybe it's already time for me to retire from being a guide. Wow. Du bist ja nicht so richtig hilfreich, Teddy. Nicht so richtig hilfreich. Am meisten ist es, wenn man direkt nach dem Treppen eine Tür hat, die man nur gerade reingehen müsste. Das müsste die Boss-Area sein. Das müsste vorher sehen, wo es ist. Du warst. Ah, du hast echt schwierigere Kraftpunkte. Mal gucken, ob du Luft als Kraftpunkt hast. Hast du. Das ist geil.
Und du wirst gleichzeitig noch, weil du bist, glaube ich, der die fiesen Attacken macht, silenzen. Und ich kümmere. Agieren wir dich nochmal. Ich poison score dich, das kostet keine Schildpunkte. Great Sensei, go for broke! Moment, wogegen war der anfällig? Gegen dich, gegen den Wind, ne? It got back up! Hurry and beat it! Ha, 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 ha. Just one enemy left! Haha! Vollidiot. So, jetzt kommen wir ihn kaputt hauen. Ne, wir haben Kinder sowieso, wir haben Skill-Bonus immer. Wir können immer vom Bett. So. Plus 2. Ich kann 3 nehmen. Oh, für den Speedbonus muss ich alle nehmen. Will ich Half Money nehmen? Und wir können das nehmen und das nehmen. Dann können wir den Half Money zu einer Persona machen. Haha! Dann umgehen wir ihn. Perfekt. Dann kriegen wir nach dem Money Increase nämlich, glaube ich, auch mehr. Wir haben Agi nochmal gekriegt. Welcome Ghoul in your heart. Und wir schmeißen Ghoul direkt wieder raus. Tschüss. Du suchst jetzt auch ein Level up. Geil. Geht ordentlich voran gerade mit den Levels. Oh, das ist hier ein Roder. Den hätten wir keinen Advantage geben dürfen, glaube ich. Au. Jetzt doch mehrfach? Wow. Die Frage, wer von denen hat das schon? Wer von denen hatten gerade schon? Ich glaube, wir haben schon den richtigen. In the Silence. Yosuke barely has any health. Machen wir ein Team hier. Two enemies. Charge through. Ich glaube, ich habe hier nichts. Ich könnte höchstens Arm choppern. Und hoffen, dass er panikt. Das haut rein. Mal noch testen, ob er vielleicht schwach gegen Eis ist. Ne, ist er nicht, aber er ist trotzdem tot. Und die Power ist sealed. So, jetzt gucken wir nochmal, ob der schwach gegen Wind ist. Ist er nicht? Aber wir heilen nochmal. Sorry. So. Feuer haben wir nicht ausprobiert. Dadurch mache ich jetzt nochmal hier Feuer. Aber Armchopper haut richtig rein. Ne, Feuer ist auch nicht schwach. Elektro habe ich noch nicht probiert. Hauen wir ihm einfach mal noch eine Luft rüber. Scheint relativ schwach oder wenig Endurance zu haben. Die haben wenig ausgehalten, glaube ich, physisch dann. Persona Strength up. Oh lol. Persona Endurance up und HP. Gib mir. Das ist Arcane. Eligos Strength. Ankman. Eligos Endurance. Und. Oh. Muss man die Stats so hoch pumpen für seinen Hauptcharakter, damit er stark wird? Bin ich ganz klar. Wobei, sie haben, glaube ich, auch schon Boni gekriegt manchmal. Aber jetzt kriegt gerade nur noch ich. Nur noch die aktive Persona von mir. Diamond Shield. Was ist denn ein Diamond Shield? Re-raise the entire Spot Defense. Ah, die habe ich schon. Oh, ich habe gerade dreimal bekommen. Das ist die andere Option. So, ein bisschen. Ich glaube, wir kriegen Skillpunkte für das US-Signal, wenn wir das in der Dinge passieren. Oh, stairs right here, why don't we go ahead? Wenn wir hier noch was zum Öffnen haben. Meine Güte, bleiben wir daneben gehauen wieder.
You can do this. Ah, wir haben sogar Hilfe bekommen. Yes! Nice. Genau, es gibt nämlich HP und Skillpunkte ein bisschen zurück. Das finde ich doch nett. Doch keine Gro- Oh, Tech aber auf alle erstmal. Moment, warum seid ihr zuerst dran? Die sind gegen Electro-Weak. Und Wind haben wir noch nicht ausprobiert. Probieren wir mal Wind aus. Falle 3. Nee, Wind ist es nicht. Und physisch haben wir noch nicht gemacht. Okay, physisch treffen wir erstmal nicht. Wir brauchen Isanagi. Ich hab noch genug dafür. Für dreimal. Go, Sensei! You knocked it down! Wollte ich mal mit einem AOE? Jo. Okay, okay. Ah, hauen weg. Oh, okay. Ich habe immer noch zwei Dinge killen können. Kannst du nicht mal irgendwelche Boss-Apps machen, den weghauen oder so? Das wäre echt hilfreich. Sweep Bone oder so. Titan, neue Arcana Strength. So, wir können Chest Key nehmen, wir können Strength nehmen, wir können das in eine Persona umwandeln, da verlieren wir nichts. Kriegt trotzdem einen Sweep Bonus. Temperance, Arcana, Chest Key, Persona, Titan. Lilim. Das hat ein höheres Level, wir machen jetzt aber nach Level. Saki Martin, nee. Das Level 11. Ich bin ja nicht zurückgegangen, um die zu registern.